herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind bei Dr. Drehmoment mal wieder in Schesel und Henning hat nämlich die Kupplung fertig. Hi, ja. So, ich kann euch sagen, das Ganze sieht auf jeden Fall extremst geil aus und extremst eng. Ja, das ist auch so. So, wenn man jetzt hier so sieht, wie selbst die Druckplatte nochmal außen abgedreht wurde, dass die da genau reinpasst in dieses Schwungrad. Ja. Weil es war bauformmäßig halt wirklich einfach eine knappe Sache. Ne? Genau. Also eigentlich hatte ich mal geplant, dass wir die Druckplatte vorne auf die Verzahnung noch vorsetzen, wenn das platztechnisch hinhauen würde, aber das geht halt einfach nicht. Und diese 4 mm Platz, die brauche ich halt einfach, deswegen muss ich das in die Verzahnung reinsetzen. Ansonsten geht es halt nicht anders. Ja, man sieht jetzt schon krass, wie das wirklich so vom Durchmesser her, ja, da ist wirklich Maximum. Ne? Genau, ja, da sind nur einige Zehntel, da sind nur einige Zehntel Platz und auch mit dem Schraubenkopf passt das haarscharf. Also das ist letzte Rille, sag ich mal. Viel ist da nicht mehr möglich. Und hier so mit Verschraubung und so passt auch alles. Ja. Gerade so, ne? Auch alles ganz gut. Erstmal um hier. So, weil selbst da ist es natürlich auch wieder so eine Sache, ne? Genau, also der Schraubenkopf zur Mitnehmerscheibe hat ungefähr 1 mm Luft. Also aber was auf jeden Fall schon mal extrem cool ist, dass du dir wirklich die Gedanken machst und auch alles überprüfst. Also ja, nicht hier so auf gut Glück, nimm mal mit, wird schon funktionieren so ungefähr, ne? Weil das erste, was ich gemacht hatte, ich habe auch gleich so reingeguckt, oh, passt das mit den Schrauben, aber er hat es tatsächlich vorher auch schon selber überprüft gehabt und ja, es passt alles. So, dieses Schwungrad ist jetzt bei dir hier gefräst und danach wurde das nochmal gehärtet. Genau, ja. Also wir geben es halt weg, weil der Starterkranz halt original auch gehärtet ist, das ist einfach nur ein Verschleißschutz. Und gerade auch, ich sag mal, weil der Zahn hier vorne so ein bisschen frei fliegend ist, ist es extrem wichtig, dass es auf jeden Fall gemacht wird. Ja, ja. Das wird sowieso gemacht, aber... Wie ist das theoretisch mit Wuchten? Das Teil ist jetzt nicht gewuchtet, aber es ist komplett aus der Maschine quasi aus einem Stück gefertigt und daher nicht ganz so zwangsläufig notwendig. Mhm. Das heißt, wenn, dann müsste man es ja auch mit Druckplatte zusammenwuchten? Das wäre der Idealfall wahrscheinlich. Wenn man es vernünftig machen würde, ne? Ja. Weil die ist ja auch starr da drauf, ne? Was bringt es dir, wenn das Ding wuchtig ist, wenn es hiermit wieder unwuchtig ist, ne? Genau. Deswegen. Ja, krass. Die Scheibe sieht natürlich auch mal massiv aus. Ja, aber auf jeden Fall, das Drehmoment über 1000 Newtonmeter ist sie geprüft und auch berechnet. Mhm. Das macht sich locker mit. Mhm. Also da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Wir lieben genauso. Es hatten einige im letzten Video noch was gesagt zu den Belegen, beziehungsweise wie die hier drauf sind. Hier drunter ist eine kleine Federscheibe? Nee, ist nichts. Der Belag ist wirklich tatsächlich starr drauf. Der ist komplett starr drauf. Bei organischen Scheiben gibt es das, also bei originalen organischen Scheiben ist es so, dass hier zwischen quasi so eine Art Wellfeder zwischen ist. Und die sorgt auch genau dafür, dass sich das so harmonisch anfahren lässt. Weil diese Feder halt, wenn die Druckplatte kommt oder die Anpressplatte und sich sozusagen die Scheibe dann langsam einklemmt und sozusagen der Belag so ein bisschen federnd wird und dann das sozusagen sich langsam einschleift. Aber das ist bei Sintermetallbelägen erstmal nicht möglich. Habe ich zumindest noch nie gesehen. Und ja, ist technisch auch nicht so einfach umzusetzen. Daher wird das da auch nicht möglich. Auch bei Performance, organischen Scheiben, die sind auch starr. Okay, also es ist wirklich nur in der Serie. Genau. Also um das Anfahrverhalten noch besser hinzubekommen. Ihr habt da nochmal den Vergleich, unsere alte F1-Kupplung. Da sieht man halt sowohl den Durchmesser, als auch, dass es halt mehr Belege sind. Ne? Als auch, dass es die Kupplung langsam wirklich, sehe ich gerade, hinter sich hat. Ne? Die hat schon ganz gut was. Obwohl die Federn noch fest sind, also das ist meistens immer so das erste Indiz, wenn die Federn schon mal klappern, dann ist schon die auf jeden Fall... Die ziehen sich wirklich zusammen, die werden kürzer? Nee, meistens als erstes schlägt das Federelement hier an den Anlagepunkten vom Blech aus. Ah, okay. Oder das Metall hier drin, das schlägt halt aus und dann klappern die Federn hin und her. Das ist ein relativ eindeutiges Indiz, was man sofort feststellen kann. So, ich habe natürlich wieder eine Waage mit und wir wiegen das Ganze einfach mal durch. Theoretisch müsste es ja eigentlich sogar schwerer werden, weil größer. Größer und wahrscheinlich mehr Belege, ja. Praktisch, gucken wir uns das Ganze mal an. So, wir haben jetzt hier das Original-Kit mit 13,9 Kilo. Was heißt Original? Original-Schwungrad mit der F1-Kupplung. So, zu 11,05. Das heißt, wir sind sogar 2,8 Kilo leichter. Ja, genau. Ich finde es gut, dass es jetzt nicht die Hälfte wiegt, weil ich mag das auch nicht, wenn die Schwungscheibe zu leicht ist. Ich finde das eigentlich immer ganz gut, wenn da noch so ein bisschen Masse hinter ist. Aber
Ja, ich glaube wirklich, das ist eine Lösung, die wird gut. Ja, also ich glaube auch, dass es ein guter Kompromiss nochmal ist zwischen Leerlauf, Drehzahl und Drehmomentkurve. Ja. So, wenn es zu leicht wird, dann läuft der Motor einfach nicht, oder ist der Motorlauf einfach zu gefährdet, sag ich mal. Und man darf halt auch nicht vergessen, ja, 1000 Newtonmeter mit Frontantrieb, ne, das musst du erstmal. Ja. Das muss erstmal fahren. Wo passt das Kit jetzt so rein? Also diese Variante passt halt beim VR6 mit dem 5-Gang 02R-Getriebe. Mhm. Beim G60 oder bei allen anderen 02R-Getrieben ist es halt rein theoretisch nur das Lochbild, was geändert werden muss, weil der VR hat 10 Löcher und 1,8T oder die alten Vierzylinder haben halt nur 6 Löcher. Das heißt, das gibt es in Zukunft auch auf jeden Fall zu kaufen. Und für die Vierzylinder brauchst du dann einfach nur mal ein neues Schwungrad, aber ist theoretisch auch machbar. Und der Schwungrad bleibt sogar von der Geometrie gleich, es sind nur die 6 Löcher. Also nur das Lochbild der Kurbelwelle. Okay, cool. Ja, dann haben wir das schon mal soweit. Jetzt ist das Coole. Es wäre ja zu einfach, wenn es da schon wäre. Jetzt schrauben wir das Ganze nochmal einmal wieder dran und dann überprüfen wir nämlich noch, ob das Ganze auch vernünftig trennt. Ne? So, Ausrücklager bleibt bei dem Ganzen auch nicht ganz original, ne? Nee. Dadurch, dass die Druckplatte einfach eine andere Bauhöhe hat wie die Originale, haben wir, um die Bauhöhen anzupassen und gerade die Ausrückposition ist da auf dem Ausrücklager auch noch ein extra Ring drauf gemacht, um die Abstimmung von der Druckplatte genau anzupassen. Das heißt, damit sind wir wieder auf Originalhöhe dann? Genau. Okay, cool. Falls mein Ausrücklager kaputt geht, kriege ich das einfach runter? Ist das nur drauf gepresst? Genau, das ist drauf geklebt. Also wenn man quasi ein originales Ausrücklager hat, dann holt man den Ring, schlägt man da runter. Und einfach wieder drauf. Genau. Letzte Frage. Zweischeibenkupplung muss ich ja den Pedalweg immer begrenzen, um die Druckplatte nicht zu übertreten. Wie ist das bei der jetzt? Bei der musst du es nicht begrenzen. Da ist es so, bei der Zweischeibenkupplung macht man das nur, weil der Kupplungsbetätigung oder der Ausrückweg ist länger. Kürzer. Hier ist es 8 mm Ausrückweg, den man machen muss. Mhm. Und bei einer RCS zum Beispiel, 200 mm, ist es nur 5,5. Mhm. Also ungefähr 3 mm kürzer. Es gibt ja immer diese Gerüchte im Internet, dass man die Kupplung, wenn man sie nicht begrenzt, übertritt und sie gleich kaputt ist. Ja, bei der Zweischeibe. Das ist tatsächlich so, ja. Ist wirklich tatsächlich so, dass man so... Weil das Witzige ist, ich war selber auch schon einer, der öfter mal, oder jeder kennt es, du baust ein Auto zusammen, Zweischeibenkupplung drin, du kannst es natürlich nicht abwarten, starten, losfahren so ungefähr, ne? Ja. Und das Witzige ist, man merkt ja beim Treten, wie sie quasi sich öffnet und wenn du dann weiter trittst, schließt sie ja quasi schon wieder. Genau, dann wird es einmal ein relativ harter Punkt kommen, eigentlich immer, wenn der Ausrückring montiert ist. Mhm. Und wenn du dann noch weiter trittst, dann wird die Tellerfeder einfach so weit durchgedrückt, dass sie die Haltenieten das nicht mehr aushalten. Und dann sozusagen wieder die Feder verformt. Also die wird über die Dehnung verformt. Nee, so weit habe ich dann noch nicht getreten. Aber so das eine oder andere Mal, dass man schon wieder so gemerkt hat, oh, Gang geht nicht mehr rein. Ah, ich trete schon zu weit so ungefähr. Ja. Ne? Das hat bestimmt jeder schon mal mit so einer Zweischeibenkupplung gehabt. Okay. Ist das bei deinem Audi, bei dem Kombi auch so? Nein. Okay. Da ist Einscheibenkupplung drin. Okay. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass wir hier diesen Anschlag nicht mehr brauchen. Ich persönlich fahre es gerne mit Anschlag. Ich finde das cool, dass du so einen harten Punkt hast. Ne? Mhm. Und ist natürlich für jeden, der das Auto nicht jeden Tag fährt, die Hülle, weil halt die Kupplung sofort kommt. Ne? Ja. Also jeden, den er reinsetzt, den musst du dreimal sagen, achte, gleich auf den ersten 10 mm kommt die Kupplung schon, ne? Weil man das ja so gewohnt ist, dass man so 3, 4, 5 cm mal hat. Ne? Genau. Und das wird hier auch so sein, dass der Schleifpunkt sich ein bisschen verändert wird. Also das Kupplungspedal kommt in der Regel mit diesen Druckplatten halt immer relativ früh, trennt die Kupplung, hat, sag ich mal, 50% oder 60% Leerweg. Mhm. Wenn du die Kupplung kommen lässt, ist es auch halt 60% Leerweg und dann kommt die Kupplung erst. Das ist allerdings ja eigentlich die Variante, die am angenehmsten auch fährt. Oder? Ja, also die Originaldruckplatte ist ähnlich, aber gerade bei den Leuten, die eine selbst nachstellende Kupplung fahren, also ich sag mal Golf 4 Modell und später, da sind halt immer selbst nachstellende Kupplungen und die fahren sich halt relativ, die haben einen relativ langen Schleifpunkt und da ist der Trennpunkt einfach weiter hinten. Ja. Das ist immer so ein bisschen ungewohnt, aber in meinen Augen kann man sich da schnell dran gewöhnen. Schlimmer als so eine Dreischeiben kann es auf jeden Fall nicht werden. Ja, das ist ja. So, okay, dann schauen wir mal, ob das gute Stück noch trennt. Was ist das für ein Teil, was du da jetzt da gebaut hast? Das ist quasi mein Kupplungsbetätigung, meine manuelle Kupplungsbetätigung. Einfach um. Hier sitzt normalerweise der Nehmerzylinder, der, wenn du die Kupplung trittst, die Kupplung aufdrückt. Achso, okay.
So, und damit Henning das jetzt gerade hier simulieren und messen kann, ist das quasi einfach mechanisch gemacht. Genau. Und daran kann ich auch genau messen, wenn ich jetzt die Kupplung betätige oder wenn ich wissen will über den Stift, wann die Kupplung trennt, kann ich das nachmessen, kann ich den Dorn reindrehen und kann genau messen, bei wie viel Millimeter trennt die Kupplung, wann fängt sie an, wann hört sie wieder auf. Okay. So, ein Punkt ist ja immer bei Schwungrädern mit gefrästen Anlasserkranzen, wie die Akustik am Ende ist, wenn der Anlasser da so reinfährt. Ne? Weil ich habe auch schon mal Schwungräder gehabt, die dann wirklich jaulen, knarzen und so weiter. Unterm Strich kann man sich ändern, so, aber es ist natürlich schon cooler, wenn das nicht solche Geräusche macht. Ne? Ja. Normalerweise soll es ja so sein, dass der Zahnkranz schon dem Original nachempfunden ist. Ja, ja. Wenn man das halt nicht schafft oder sag ich mal so, wenn man sich vermisst, oder dann passt die Zahnteilung halt nicht. Das heißt, theoretisch vom Aufbau her ist der Kranz genau der gleiche. Ja, genau. Identisch. Genau. Ist jetzt allerdings auch aus dem Vollen gefräst und auch somit mit geerdet. Genau. Das heißt, eigentlich müsste das langfristig auch definitiv so verschleißfrei funktionieren. Ne? Das ist für die Ewigkeit, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können jetzt nämlich einfach mit dem Anlasser das Ding einmal durchdrehen und so akustisch mal so ein bisschen hören, wie das Ganze so klingt. Wir müssen nur aufpassen, dass er nicht anspringt hier. Ja, so, das war Schritt Nummer 1 und jetzt müssen wir noch einmal überprüfen, dass auch wirklich alles trennt und dann haben wir es. Machst du das so mit jedem Schwungrad, was du dir so überlegst, konstruierst und so weiter? Ist das alles so? Wenn ich die Möglichkeiten habe, ja, bestmöglich. Damals habe ich das schon öfter mal gemacht, dass ich zu meinen Kunden hingefahren bin. Da haben wir das dann ausprobiert, geguckt. Aber in der Regel reicht es, sage ich mal, in 90% der Fällen halt aus, dass der Kunde, wenn es ein Sonderfall ist, dass der Kunde das Getriebe vermisst und den Motor vermisst. Und wenn es die Druckplatte schon mal irgendwo gibt oder Sachse schon mal umgeschlüsselt hat, dann weiß man schon ungefähr, wo die Reise hingeht. Aber hier ist es halt so, dass die Druckplatte noch nie an diesem Getriebe dran verbaut war. Und dann ist es halt schon ziemlich speziell, dass man vorher auf jeden Fall nochmal genau gucken muss. Das heißt, theoretisch alle, die sich aber bei dir auch was anfertigen lassen wollen, das geht auch nach Zeichnung bis Messen und so weiter. Genau, ja. Also für Sonderfälle beim Audi, wir haben es auch schon mal für den für einen B7 mit dem RS6 4B Motor, also mit dem V10. Und da ging es halt auch mit Messen und was für ein Getriebe hatte der Fett 01E. Ja. V8 Motor ist das schön. V10. Echt, der V10? Mit dem 4B V10, ja. Oder 4F heißt er dann. Entschuldigung, 4F V10. Ja, ich war gerade bei 4G, das ist dann nämlich V8 wieder, ne? Aber dass da einer eben V10 reingegangen hat, das wusste ich ja gar nicht. Kann ich vielleicht sagen, ja. Das ist schon ziemlich crazy. Krass. Fall, ja. Okay, so, jetzt noch einmal ausrücken quasi. Genau. Das heißt, theoretisch können wir den jetzt ja reinschrauben, soweit wir wollen, weil wir brauchen ja keinen Anschlag, ne? Genau. Aber irgendwann würden wir die Kupplung auch überdrücken halt. Jetzt ist halt so, das ist eine Achterstange, also da ist schon Schraubendrehung, müssen wir schon machen, damit wir die Steigung erreichen. Ja. Und jetzt kommt sie. Trennt sie leicht. Ja. Ja. Ja, cool. Punkto Kupplung einfahren. Ist ja auch so eine Wissenschaft für sich. Genau. Also, es ist einfach so, es ist wie bei, ich sag's mal, wie bei Bremsbelägen auch, der Belag selber muss sich auf die Scheibe einschleifen. Der Belag ist einmal das größte Problem, der ist nicht tausendprozentig plan einfach. Die Scheibe, die Mitnehmerscheibe an sich ja, aber der Belag an sich ist nicht hundertprozentig. Und der schleift sich halt, muss sich auf die Druckplatte und Schwungscheibe einschleifen. Und das ist. Viele sagen immer, fragen, wie viele Kilometer muss ich so eine Kupplung einschleifen? Und da kann man einfach nicht sagen, das ist nach Kilometern, weil wenn jemand viele Autobahnen fährt, dann schleift sich die Kupplung in dem Fall gar nicht ein. Das hat halt eigentlich was damit zu tun, wie oft man wirklich anfährt. In dem Moment schleift sich die Kupplung am meisten ein. Und ich sag mal, wenn man 100 Mal oder 1000 Mal angefahren ist, dann wird man wahrscheinlich gerade bei so einer Sitter-Vollscheibe eine vollflächige Auflagefläche haben und auch den vollen Fahrkomfort. Und auf jeden Fall auch eine dicke Wade links, wenn du damit 1000 Mal hinauskuppelt hast. Meinst du, das Geräusch wird dann auch ein bisschen weniger? Das hörst du nachher gar nicht, wenn die Scheibe nachher, wenn das nachher auf der Welle richtig montiert ist. Sag ich mir, jetzt schleift sie halt einfach auch
weil sie unten liegt. Wenn sie wahrscheinlich ein bisschen, wenn du sie ein bisschen hochdrückst, dann. Weil ich finde schon, man hört so ein bisschen, das ist jetzt ja kein vollflächiges Schleifen, sondern ich finde, man hört schon so ein bisschen, dass es nur so punktuell noch so ein bisschen schleift. Ne? Genau. Jetzt fällt sie ja in dem Moment auch, wenn oder sie trennt, klar. Fällt sie runter und wir halten sie auch nicht genau mittig. Ja. Dann kippt sie ein bisschen oder was auch immer. Deswegen hörst du immer das Schleifen der Scheibe auf den Schwungscheibe oder Druckplatte. Angenommen, ich würde direkt auf der Autobahn fahren, gleich Vollgas, und sie würde in dem Moment durchrutschen. Ist das für die Kupplung dann schon katastrophal schlimm oder schleift sie sich dann trotzdem dabei ein? Die schleift sich mit Sicherheit dabei ein, aber das ist tödlich, echt. Finde ich echt? Cool. Ja. Weil immer in dem Moment, wenn sie wirklich bei Drehzahl durchschleift, also bei jetzt 7000 Grad, dann wird die Druckplatte und Anpressplatte, die wird so heiß, das kannst du nicht vorstellen. Und dann passiert es tatsächlich auch, der Extremfall ist halt so, dass sogar die Anpressplatten, die Gussteile brechen, die fliegen auseinander. Hm. Bei No Lift Shift kann es halt dazu kommen, dass sich die Sinterscheibe mit der Druckplatte oder der Schwungscheibe verschweißt. Also das ist kein Spaß. Weil das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Weil ich hatte nämlich leider schon mal ich musste mal die Kupplung neu machen und musste aber am nächsten Tag morgens zum Event und es war schon Freitagabend. So, ne? Da kannst du natürlich schlecht 1000 Mal noch anfahren oder so. Ne? Ja. Und da musste ich das leider auf der Autobahn kurz einschleifen. Hab's aber tatsächlich überlebt. Ja. Heißt jetzt nicht stundenlang drauf stehen geblieben, ne? Aber schon so 2-3 Mal Gas gegeben, immer ein bisschen rutschen wieder vom Gas und so weiter. Ne? Ja. Bei organisch ist das, bei einer organischen Scheibe finde ich, ist das gar nicht mal unbedingt so schlimm, weil irgendwann ist ja die Kupplung verschlissen und dann daran merkt man es ja gerade, wenn man beschleunigt und auf einmal geht die Drehzahl hoch, aber die Geschwindigkeit kommt nicht nach, dann ist halt die Kupplung verschlissen. Mhm. Aber wenn das in dem Fall passiert, wenn man zu viel Ladedruck fährt und das dann natürlich auch so vielleicht so ein bisschen nachher provoziert, wenn die Kupplung wirklich schon verschlissen ist, dann wird es halt schon kritisch. Ja, nee, ist klar. Die Bilder, die man da kennt, die kommen nicht von irgendwo her. Und die kommen aber nur davor her, wenn wirklich die Mitnehmerscheibe durchrutscht und dann die Teile so erhitzt, dass. Ja, ja, sehr schön. Freut mich, dass das so geklappt hat. Ich glaube, das ist wirklich jetzt Maximum, was geht in diesem filigranen Gehäuse. Man muss ja einfach sagen, dieses 02A-Getriebe ist einfach so klein und leicht. Das ist wirklich, also ich bin begeistert. Das ist cool. So, jetzt zeige ich euch noch eine kleine letzte Sache, weil das Ganze ist nämlich eigentlich nur Stage 1, weil es geht tatsächlich noch größer. So, und zwar ist nämlich immer noch Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Es gibt nämlich tatsächlich noch was Krasseres. Ne? Genau. Das heißt? Das ist in dem Fall jetzt eine 2-Scheiben 240 mm Kupplung. Mhm. Man kennt das vielleicht von den, oder die Tuner kennt es unter dem RCS-System, da geht es halt bis 200 mm. Mhm. Und da ist man halt irgendwann bei über 1000 Newtonmeter begrenzt. Mhm. Und in dieser Variante hat man halt, ist man irgendwo erst bei über 1600 begrenzt und es fährt sich unheimlich gut an. Das heißt, für den Laien, normalerweise ist eine von diesen Scheiben in dem Auto drin. Genau. Und du baust das so komplett um, dass da theoretisch 2 von reingehen. Wahlweise, organisch sind da, zweimal sind da, wie auch immer. Und das Ganze kann am Ende 1600 Newtonmeter. Genau. Ja. Also in der organischen Variante nicht ganz so viel, aber der Vorteil halt bei dieser organischen Variante ist halt, dass die Mitnehmerscheibe, wie du schon gesagt hast, die hat die Blattfederelemente dazwischen und dadurch hast du halt ein irre gutes Anfahrverhalten. Und der Sinterteilbelag, sag ich mal, wenn man es mal einfach erklärt, ist, dieser Belag ist zum Anfahren da und der kann später nachher das Drehmoment. Das Drehmoment, ne? Kannst du das nochmal zeigen, bitte? Ich hab's nicht auf der Kamera. Wer ist zum Anfahren da? Genau, zwischen diesen beiden organischen Scheiben ist eine so eine kleine Feder. Da sieht man so ein bisschen, dass das Blech so ein bisschen gewellt ist. Und wenn die Kupplung schließt, dann drückt sich der Belag zusammen. Und das ist quasi dieser Moment, wo dieser Einschleifprozess stattfindet. Und dann kann die Scheibe sozusagen ein bisschen mitarbeiten. Wo es sonst sofort anfängt zu rubbeln, kann da noch keine Kraft übertragen werden. Es drückt sich erstmal so ein bisschen zusammen. Ne? Genau. Ja, so, das ist auf jeden Fall dann so langsam Ende der Fahnenstange. Wir wollen da jetzt noch nicht zu viel von verraten, weil ich bin in Zukunft nochmal hier, weil wir müssen nämlich für die Limo auch noch was bauen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall, sieht man so schon, massiv. Ja, das ist ein ganz schöner Klotz, aber dafür fährt er sich auch. Dafür kann es 1600 Newtonmeter. Sehr schön, das war's für heute. So viel zum Thema Kupplung. Danke, dass das alles geklappt hat. Ich freue mich darauf, diese einzubauen und die ersten Meter zu machen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in Zukunft nochmal wieder.